Ja, das sind die Momente, wieso du Fußball spielst. Und uns ist das ja nicht geschenkt worden. Wir haben extrem gelitten am Schluss. Das haben wir uns angemerkt. Aber wir müssen hier den Kopf bewahren. Und am Schluss haben wir das heimgebracht. Wir haben uns ins Ziel geschleppt. Und die Titel, das hat unser Präsident schon gesagt, die sind dann die emotionalsten. Es ist nicht etwas Neues, es ist einfach, aber ich gewöhne mich nicht dran, trotzdem, weil ich kann nicht genug Titel haben. Ich genieße das jedes Jahr extrem. Und nach dieser Saison, ich meine, ich habe letztes Jahr gesagt, nach dieser Hammer-Saison, das ist die Jahrhundert-Saison. Und jetzt haben wir wieder so eine Saison. Jetzt haben wir wieder so eine Saison gemacht, das ist wahnsinnig. Ja, man ist einfach glücklich jetzt und froh und ich bin froh, dass ich so einen Abschied haben kann hier und ja, es war eine geile Zeit hier. Man kann sich aber mental darauf vorbereiten, wie man will, aber wenn dann der Ernstfall eintritt, dann ist das immer ganz anders und ich glaube, es ist auch nicht schlecht, wenn man dann Emotionen zeigt. Also für mich ist, ja, es ist heute ein sensationeller Tag für mich und ich möchte einfach alles genießen heute und freue mich auch auf die ganze Party, auf die ganze Nacht und ich werde heute noch alles aufsaugen, weil ich natürlich... Ich habe schon oft genug gesagt, ich trage Basel mittlerweile im Herzen und es bleibt auch so. Dieser Song begleitet mich und ich bin stolz auf dieses Lied und es war ein bisschen Glück dabei bei der ganzen Sache, aber natürlich war die Verabschiedung für mich ein spezieller Moment. Das war schön, einfach mal diese 35.000 alleine für sich zu haben und es war ein schöner Moment und ich habe ihn ganz allein für mich genossen und das war schön. Schwierig zu sagen, es hat ganz viele Momente gegeben in dieser Saison mit der Europa League, mit der schlechten Champions League Quali. Es ist schwierig zu sagen, einen Moment auszunehmen. Ich glaube, was man der Mannschaft ein grosses Kompliment muss machen muss, ist, wir haben fast nur englische Wochen gehabt nach dem Winter und wir haben das wirklich gut gemeistert. Wir haben wenig Verletzte gehabt, wir haben unsere Match gewonnen, die wir haben müssen und den Druck standgehalten. Das war ein grosser Druck gewesen, wenn ich überlege, letzten Mittwoch, und das haben wir sehr gut gemacht und ich bin überglücklich. Mental war es eine schwierige Saison. Viel Hotel, viele Reisen. Ja, die Mannschaft hat sich das jetzt richtig verdient, mal zu feiern. Ich glaube, ich habe schon seit etwa einem halben Jahr kein Disco mehr betreten. Das war eine harte Zeit.